Wir befinden uns auf den Zielgeraden in Richtung Yokohama. Für 4 Mannschaften heißt es nur noch ein Spiel bis zum WM-Finale. Mein Name ist Mr. Wildstyle. Ich heiße euch herzlich willkommen zur FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2002 Rekonstruktion, die 17. Ausspielung des Turniers in Japan und Südkorea. Wir befinden uns heute in Seoul zum ersten Halbfinale zwischen der Republik Irland und Italien. Die Iren, so in etwa, kann man sie vergleichen wie die Schotten in unserer WM98-Rekonstruktion. Auf einer großen Euphoriewelle getragen, Schotten damals bis im Endspiel, die Iren kurz davor. Nun wartet ihnen mit Abstand der schwerste Gegner in diesem Turnier, Italien, die ihre Formation in eine Viererkette umgewandelt haben zum Start des Achtelfinales, weil man es auch musste. Und seitdem erläuft es exzellent. Natürlich ein bisschen Glück muss man immer dabei haben, aufgrund der Schiedsrichterentscheidungen, die natürlich einem das ein oder andere Mal fragwürdig gewesen sind, jetzt im Halbfinale. Das ist nicht unsere Prämisse, darum kümmern wir uns nicht, sagte Giovanni Trapattoni. Das einzige Ziel vor Augen ist Yokohama und das WM-Finale. Also wenn das nicht mal nach Optimismus und Determination schreit vom ehemaligen Chefcoach, unter anderem von Juventus Turin und dem FC Bayern München. Gehen wir runter nach Seoul. Die Mannschaften stehen bereits in den Katakomben. Wer zieht als erste Mannschaft ins WM-Finale ein 2002? Irland gegen Italien. Bei der UEFA Euro 2000 Rekonstruktion sind die Italiener im Halbfinale gescheitert. Nun soll endlich der nächste Schritt gemacht werden. Das ist für die Iren auch so eine gewisse Art ein Revanche-Spiel. 1990 bei der WM in Italien sind die Iren damals gegen die Italiener ausgeschieden. Und nun kann man hier noch ein viel größeres Beinchen stellen, der doch so stolzen italienischen Fußballnationalmannschaft. Irland in grün, von links nach rechts Italien in den azurblauen Trikots mit Demetrio Albertini. Fabio Cannavaro fehlt auf Seiten der Squadra Azzurra nach seiner zweiten gelben Karte, die er gegen Deutschland kassiert hat. Auf der anderen Seite fehlt ebenfalls ein wichtiger Mann in der Defensive, Richard Dunn. Er mit dem gleichen Grund, auch er hat seine zweite gelbe Karte im laufenden Turnier gesehen. Im Viertelfinalspiel beim knappen 1:0 Erfolg gegenüber Polen. Vieri. Ja, mit 4 WM-Toren zusammen mit Filippo Inzaghi maßgeblich für den bisherigen Turnierverlauf der Italiener. Und dadurch, dass einige andere Top-Nationen wie Brasilien und Argentinien schon früh gescheitert ist, hat sich Italien hier als absoluter Top-Favorit herauskristallisiert bei dieser Weltmeisterschaft. Balleroberung
von Alessandro Nesta. Tomasi Albertini, den haut er hoch zu Vieri, zumindest der Versuch, den Stürmer zu bedienen. Siegtorschütze gegen Deutschland, Christian Vieri. Der Mann von Inter Mailand. De Piero. Inzaghi. Das Spiel mit De Piero, mit seinen alten Mannschaftskollegen, haben sie ja beide mal eine Zeit lang bei Juventus nebeneinander gespielt. Der Ball kam zu Vieri. Lässt er laufen, der Schiedsrichter. Ball kam zu Vieri. Doch die Verteidiger waren zur Stelle. McAteer, das ist ein Freistoß für Irland. Und direkt die rote Karte im Nachgang. Alessandro Del Piero fliegt vom Platz. Italien nur noch zu zehnt. Immer noch ein wenig angestachelt von dem Foul auf der anderen Seite, was nicht gegeben worden ist. Zu übermotiviert, und damit wird er definitiv im letzten Spiel fehlen. Sei es das Spiel um Platz 3 oder das Finale. Die erste Chance, Damiano Tomasi. Und es geht Eckball für Italien. Die Tomasi ausführen wird. Pressschlag, keine große Gefahr. Aus dem zweiten Ball. Vieri ist da jetzt mit hinten in der im Aufbauspiel mit eingegliedert. Inzaghi, Damiano Tomasi. Das wird nicht gepfiffen. Allesamt bleiben weg, weil sie alle mit dem Pfiff gerechnet haben. Der Schiedsrichter das. Der lässt weiterspielen. Halbe Stunde rum. Aufsehenerregend war bisher nur der Platzverweis gegen Alessandro Del Piero in diesem Spiel. Ansonsten eine weitestgehend umkämpfte Partie. Beide Mannschaften auf Augenhöhe. Die Iren bisher aber noch nicht zu einer vielversprechenden Chance gekommen, währenddessen die Italiener mit dem dritten Schuss aufs Tor scheitern, der sich zu einer absoluten Bank gemausert hat bei dieser WM. Niall Quinn, ja, der Siegtorschütze gegen Polen. Das gibt einen Freistoß für Irland. Quinn, der ist für Paolo Maldini. Ein dankbarer Ball für die Milan-Legende. Inzaghi versucht, das Spiel schnell zu machen. Da kommt der Ball zurück. Francesco Totti, Casli mit dem Foul, wozu er gezwungen sei. Jetzt gibt es Freistoß für Italien. Francesco Totti wird diesen ausführen. Zentrale Position. Man kann es direkt probieren, versucht es direkt. Ball an die Mauer. Ja, das ist abseits. Das hat diesmal auch der Schiedsrichter gut erkannt. Nicht so wie in gewissen anderen Spielen, unter anderem ja auch mit italienischer Beteiligung. Ich sag nur, gegen Portugal im Achtelfinale gab es ja eine heftige diskutierte Abseitsposition vor dem 1:0. Tomasi, Ian Hart klärt ihn, als ob er nichts anderes in seinem Leben vorher gemacht hätte, der Verteidiger von Leeds United. Joaquin, der kommt durchgesteckt, naja, Quinn, Alessandro Nesta ist dazwischen, und wir gehen mit einem 0:0 in die Halbzeit. Die Italiener in Unterzahl nach dem Platzverweis gegen Del Piero. Irland noch bisher ohne vielversprechende Möglichkeiten in der Offensive. Außer einen Schuss, ein Schüsschen,
den man abgegeben hatte, den Gianluigi Buffon, entschärfen konnte. Es ist ein ausgeglichenes Spiel zwischen diesen beiden Mannschaften. Die schenken sich einander nichts. Der Schiedsrichter hat Lust und Laune. Außer das eine Einsteigen von Alessandro Del Piero, was er mit einer roten Karte geahndet hatte. Ist das Game hier noch nicht entschieden? Natürlich nicht. Das kann in alle verschiedenen Richtungen gehen in den nächsten 45 Minuten. Sind wir mal gespannt. Ich freue mich schon auf diese nächsten 45 Minuten. Kann Italien wieder ins WM-Finale einziehen, wie schon 1994, wie 1982? Oder sind es die Iren, die hier den schottischen Weg gehen, kannst du quasi sagen. Wenn ich dafür, für diese Aussage von den Iren nicht einmal eine geplättet kriege. Der schottische Weg bei der WM-Rekonstruktion 1998, der ging bis ins Finale. Genauso wie bei der UEFA Euro 2000, beide Male jeweils gescheitert im Endspiel. Die Italiener in der UEFA Euro 2000 Rekonstruktion die Zähne an den Belgiern ausgebissen. Die zweiten 45 Minuten bringen keine Veränderung. Da haben wir Gianluca Pesotto gesehen, der für Cannavaro auf der linken Verteidigerposition spielt. Christian Vieri. Balleroberung wieder von Pesotto. Vieri. Totti. Links ist Inzaghi. Spekuliert auf den Freistoß. Roy Keane. Die Flanke. Optimal für Alessandro Nesta. Und jetzt kann es möglicherweise schnell gehen. Totti hat jetzt auf der rechten Seite mal ein wenig Platz. Flanke kommt. Steve Finnen. Im heranstürmenden ersten Verteidiger. Behält er die Coolness. Ja, der Ball ist durch. Da wird die Grätsche ausgepackt. Allerdings alles sauber von hier oben gesehen. Auch keiner, der im Stadion aufgesprungen ist. Weder bei den Fans, noch bei den Trainern, noch bei den Spielern auf der Bank. Ball bleibt scharf. Totti gedoppelt. Zambrotta, Tomasi. Damiano Tomasi. Gute Chance. Gibt die nächste Ecke für Italien. Möglicher zweiter Ball verpufft. Pesotto. Totti. Gordini wieder zurück zum Römer. Francesco. Totti. Und der nächste Schuss, den Shai Given hier entschärfen kann. Die Iren sitzen so ein wenig fest hinten in der Defensive. Vielleicht jetzt einmal ein wenig Entlastung. Robbie Keane. Mal mit einem Schuss aufs Tor. Buffon ist zur Stelle. Und zu dem Zeitpunkt teuerste Torhüter der Geschichte. Für umgerechnet 55 Millionen Euro damals. Ein Jahr vor dieser Weltmeisterschaft. Aus Parma nach Juventus gewechselt. Dritter Eckball für Italien. Tomasi Finnen. Zweiter Ball kommt wieder über Tomasi. Der ist gut, Totti. Da gibt es den Stoß im Rücken von Ian Hart. Und eine dicke Möglichkeit
in Keim erstickt. Zambrotta, das ist gelb für ihn. Und wenn ich mich recht entsinne, wird auch er möglicherweise, nein, es ist seine dritte gelbe Karte. Also er wird nicht in einem möglichen WM-Finale fehlen. Viertelstunde ist noch zu spielen hier in Seoul. Im ersten von zwei Halbfinals bei dieser Weltmeisterschaft. Morgen spielen Belgien und England gegeneinander. Vieri. Inzaghi. Tomasi. Oh, Given muss ihn klatschen lassen. Given zum zweiten. Tomasi. Given zum dritten. Der Keeper von Newcastle United wächst noch über sich hinaus an diesem heutigen Abend. Gute 10 Minuten noch. Eckball für Italien. Man will es. Man will es unbedingt, dieses 1:0. Und das wäre auch mehr als verdient vom Spielverlauf her. Robbie Keane mit der Balleroberung. Kilbane. Roy Keane. Über die Flügel. Wir gegen Polen möglicherweise. Nesta ist da. Kriegt ihn nicht ganz geklärt. Maldini. Spiel läuft weiter. Buffon. Vereinzelt kommen die Iren auf das Tor. Vier Minuten noch zu gehen. Quinn. Hätte durchaus noch die paar Meter gehen können. Nächste Annäherung über Holland. Niall Quinn, das ist Ball gespielt. Somit alles in Ordnung. Die 90. Minute läuft. Noch 0:0 zwischen Irland und Italien. Muss die Verlängerung her? Oder gibt es noch diesen einen Lucky Punch? Weiterhin. Der Schiedsrichter mit einer soliden Vorstellung lässt die Karten so weit es geht stecken und mit diesem Schlusspfiff geht es in die Verlängerung. Die Italiener haben das Spiel hier bisher gemacht, gerade in der zweiten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hätte man durchaus das ganze hier Ding festmachen können, hätte man auf der anderen Seite nicht Shay Given im Tor stehen. Der Mann von Newcastle United. Also, Golden Goal oder geht es doch durchs Elfmeterschießen? Denn das haben wir bei dieser WM bisher noch nicht gehabt. Dann sind wir mal gespannt. Eine Aktion kann das ganze Spiel hier entscheiden. Immer noch keine Wechsel. Stammpersonal bleibt stehen. Und die Italiener über Francesco Totti. Mit einem Einwurf. Und Sagi mit der Balleroberung. Sucht Tomasi. Inzaghi, Totti, Inzaghi, Philipp und Inzaghi ist durch. Nächste Chance vielleicht. Der Ball ist noch nicht in über der Seitenauslinie. Und diese Flanke von Totti landet auf dem Querbalken. Wieder der Star der Roma. Tomasi spielt ihn nochmal zurück, um mehr Personal, mehr Anspielstationen zu haben. Albertini. Damiano Tomasi. Die Flanke kommt. Halbherzig geklärt, gibt nochmal die Möglichkeit für Italien, außer Breen mit einer Grätsche wie aus dem Lehrbuch. Inzaghi, Totti, Given.
Es geht in dieser Verlängerung bisher nur in eine Richtung. Keane, geht der Ball zu Quinn durch, wird es mordsmäßig gefährlich. Achtung, Achtung! Nach dem Schuss von Niall Quinn aufs Tor, den Buffon an den Pfosten lenken kann, durchatmen. Noch einmal 15 Minuten in dieser Verlängerung. Noch einmal 15 Minuten. Oder ein goldenes Tor. Totti. Wieder wird es nicht gepfiffen, aber das als Konzessionsentscheidung möglicherweise. Das gibt die gelbe Karte für Ian Hart, der ein starkes Spiel gemacht hat. Seine erste gelbe Karte in diesem laufenden Wettbewerb. Die Iren sowieso eigentlich eine bisher von der Härte des Turniers ausgehend ein sehr faires Turnier gespielt. Pesotto, Inzaghi. Die Defensivreihe steht. Ball wieder zurück bei den Azzurri. Totti. Den kriegen die nicht raus. Carsley, jetzt mal über die andere Seite, wo kein Italiener sich befindet. Vieri. Das ist ein dankbarer Ball. Das ist ein dankbarer Ball für Schalke. Balleroberung in Sagi. Zandrotta, Pesotto. Über Christian Vieri auf Höhe der Mittellinie. Inzaghi. Oh, der ist gut gespielt. Dann Miniano Tomasi. Tomasi hat das Finale für Italien auf dem Fuß. Mamma mia. Das war die Riesenchance, das Ding hier zu entscheiden. Non è possibile. McAteer, die 120. ist rum. Gibt es noch eine Chance möglicherweise? Albertini. Oder gehen wir hier die Distance? Wir gehen die Distance, Freunde. Es gibt Elfmeterschießen. Damiano Tomasi mit der Riesenmöglichkeit auf das Golden Goal für Italien. Und jetzt müssen sie durch die Lotterie. Es gibt Elfmeterschießen. Best of five. Einmal kurz erklärt. Fünf Schützen treten an. Steht es dann unentschieden, gibt es ein Sudden Death. Bis einer verschießt. Oh Mann, oh Mann. Legen wir los. Gehen wir direkt rein. In das Elfmeterschießen. In diesem Halbfinale zwischen Irland und Italien. Die Lotterie muss entscheiden. Jetzt heißt es, wer hat die stärkeren Nerven? Es beginnt Alessandro Nesta für Italien. Sicher verwandelt. Robbie Keane ist der Nächste. Iren heute in Offensive blass gewesen, aber der Elfmeter sitzt. Irland gleicht aus. Francesco Totti. Dieses Mal in die andere Ecke. Nichts zu machen für die Torhüter bisher. Ian Hart hat so ein klasse Spiel gemacht bisher. Hat alles da hinten weg verteidigt. Und in der Offensive beim Elfmeter hat er auch Nerven wie Drahtseile. Es steht 2-2. Das geht hier Schlag auf Schlag. Filippo Inzaghi jetzt. Gegen Shay Given. Auch der ist drin.
Kilbane schreitet zum Punkt. Buffon pariert! Vorteil Italien! Paolo Maldini. Trocken in die Mitte. Es steht 4-2. Roy Keane, er muss treffen. Er muss treffen. Und er trifft. So, und jetzt Gianluca Zambrotta. Gianluca Zambrotta. Italien steht im Endspiel der FIFA WM 2002. Man gewinnt es im Elfmeterschießen. Gratulation an die Squadra Azzurra. Aber natürlich auch auf der anderen Seite Trauer und Heartbreak auf Seiten der Iren. Sie haben hier für die defensiven Verhältnisse her ein richtig gutes Spiel gehabt. Man hat Chancen gemacht, man hat generell ein wunderbares Turnier gespielt. Der endet jetzt leider in der Lotterie im Halbfinale. Als Trost gibt es noch das Spiel um Platz 3. Deswegen, man bleibt in Südkorea. Für Italien geht es stattdessen nach Yokohama. Zum Endspiel am 29. Juni. Morgen wird der Gegner bekannt gegeben. Beziehungsweise, wir werden morgen das zweite Halbfinale sehen. Belgien gegen England. Mein Name ist Mr. Wildstyle. Einmal kurz durchatmen, einmal kurz ausruhen. Morgen geht es weiter. Ich sag tschüss. See you around like a donut. Bis morgen.